Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem SUV-Coupé-Tester des Vertrauens. Wir sind heute in München, in Garching, auf einem stillgelegten Flughafen. Und neben mir steht die dritte Generation des niegelnagelneuen BMW X6 in aller Kürze. Bei den Münchnern wächst die Niere erfahrungsgemäß mit ihren Aufgaben. Wir haben neues, sehr futuristisches, wie auch streitbares Heck. Ja, und hier steht eins meiner Lieblings-SUVs auf dem Markt in der dritten Generation. Wir haben hier den M50i, also ein V8 Motor mit 530 PS, der Panzer beschleunigt in 4,3 Sekunden auf Tempo 100, was unglaublich ist. Ja, und was werden wir heute machen mit diesem Auto, was hier pickepacke voll in Riverside Blue Metallic steht? Ja, wir werden es außen anschauen. Wir werden natürlich über die Niere, über das Heck sprechen, über die Unterschiede zum Vorgänger. Wir werden uns reinsetzen. Wir werden das ganze Infotainment und das Interieur betrachten. Ja, wir werden natürlich fahren. Das gehört bei so einem BMW auf jeden Fall dazu aus meiner Sicht. Wir werden die Motoren betrachten, die hier drin sind, den M-Performance-Motor hier drin. Ja, wir werden das Auto in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen, historisch eben alles machen, was aus meiner Sicht und hoffentlich auch aus eurer zu so einem Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran, dann geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan, hallo. Ihr findet uns von der Autotester.de und mich auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles. So, und jetzt viel Spaß mit meinem Review. Sprechen wir über die Einordnung von unserem X6, also die Beantwortung, wo kommt das SUV-Coupé her, wo will der Münchner hin und wie kann man den Panzer eigentlich in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Ja, und ich weiß noch, als der X6 seine Weltpremiere gefeiert hat, 2008, da war ich auch in München, könnte auch 2007 gewesen sein, ja, habe mir dieses Auto angeguckt und habe so gedacht, muss das sein? Man kann sich ja auch drüber unterhalten, muss ein X5 sein? Und dann ist die Frage, muss ein SUV-Coupé sein? Also eine SUV-Form, die ja auf der Rückbank und im Kofferraum unpraktischer ist als ein SUV, schon so groß. Ja, und dann habe ich dieses Auto gesehen. Am Anfang hat es mir nicht gefallen, habe es nochmal gesehen, nochmal gesehen, nochmal gesehen. Und irgendwann wurde es optisch zu meinem Lieblings-SUV. Jetzt kann man sagen, ich bin prollig, aber nee, dieses Auto gefiel mir einfach. Ja, jetzt inzwischen ist es in der dritten Generation angekommen. Und dann kann man natürlich sagen, ja Jan, du hast einen speziellen Geschmack. Ist nicht so, denn dieses Auto hier hat sich ja seit seiner Weltpremiere 443.000 Mal verkauft. Und jetzt, wenn im November 2019 dann die dritte Generation auf den Markt kommen wird, dann wird es relativ schnell gehen und dann werden 500.000 SUV X6 Coupés verkauft worden sein. Ja, und gegen den Markt kann man sich nicht wehren, da gibt es dann ganz wenige Argumente. Umwelt ist das eine. Warum das bei diesem Auto alles gar nicht so dramatisch ist, in der Theorie, da werden wir heute drüber sprechen. Ja, und dann kann man natürlich sagen, damals hat der X6 das ganze Segment der SUV-Coupés begründet, war also so eine Art Unicorn. Inzwischen gibt es ein X4, gibt es ein X2, also noch kleinere SUV-Coupés. Ja, und dann ging es natürlich auch nicht lang, da haben die Wettbewerber nachgezogen. Ich glaube, der nächste war dann der Daimler mit dem GLE Coupé, dann kam irgendwann auch der Audi mit dem Q8, also die Coupé-Version vom Q7. Ja, und dann kam halt auch irgendwann Porsche, hat gesagt, wir machen auch ein Cayenne-Coupé. Das funktioniert ja bei BMW und den anderen. Ja, das ist das Wettbewerbsumfeld. Die haben natürlich auch alle Performance-Varianten davon, ist ja klar, weil die Kundschaft von solchen Autos ist betucht. Und wenn man jetzt hier mal schaut, dann ist es der G06. Und dieses Auto basiert wie die Vorgänger natürlich auch von der Plattform her auf dem X5, also dem G05, der auch genau vor einem Jahr vorgestellt wurde. Seht auf unserem Kanal, wir waren mit dem Auto in Texas. Das heißt, Plattform ist gleich, Infotainment ist gleich. Ja, und dann haben wir natürlich hier beim X6 in der dritten Generation auch eine angepasste Optik und die ist bei dem Auto eigentlich auch wie bei den Vorgängern wieder ein bisschen streitbar. Warum sie mir gefällt, das sehen wir jetzt. Ja, sprechen wir über die Optik von einem meiner Lieblings-SUVs, was das Design angeht, auf dem Markt. Hier steht der X6 in der wunderschönen Lackierung Riverside Blue Metallic. Und da muss man sagen, das Uni-Weiß ist nicht aufpreispflichtig, ansonsten kosten die Farben hier ein bisschen Aufpreis. Aber euch interessiert natürlich auch, was ist denn neu am X6? Erstmal, die Ausmaße haben sich beim G06 X6 verändert. Das heißt, dieses Auto ist 1,5
5,5 cm breiter, es ist 2,6 cm länger und 0,6 cm flacher. Ja, das ist es so von außen kaum merklich. Das Auto ist breiter als 2 Meter. Seht ihr, hier ist ein Schiff, ist ein Panzer. Aber was ist denn neu bei diesem Auto? Was macht BMW in letzter Zeit bei neuen Modellen wahnsinnig gern? In etwa so gern wie ich. Bier trink, Münchner Weißbier, ja genau. Die Niere vergrößern. Schaut sie euch an hier, die Niere. Kidney auf Englisch, die ist riesig. Die hat jetzt weniger vertikale Streben hier drin und ist schon brutal mächtig. Und was die wenigsten wissen hier ist, wir haben so eine Jalousie hier hinter. Das bedeutet, braucht der Motor, der V8 in dem Fall hier Luft, wird die geöffnet. Ja, und wollen wir aerodynamisch und effizient unterwegs sein, wird sie geschlossen hier und haben dann besseren CW-Wert. Ganz Neues übrigens auch und finde ich ein ganz tolles Gimmick. BMW lässt sich immer wieder was einfallen. Man kann die Niere hier beleuchten, wenn man kommt, wenn man geht und sogar während der Fahrt. Das hat eine Zulassung. Das ist krass. Außen haben wir hier die M-Performance-Version. Es gibt aber auch noch eine X-Line und es gibt M-Sport außen. Das unterscheidet sich dann hauptsächlich hier unten in dem Stoßfänger. Das ist ein bisschen zurückhaltender oder eben sportlicher mit größeren Lufteinlässen, aber dazu später mehr. Hier haben wir das BMW Laserlicht drauf. Vor Laser, wie das abgeht, warum? Naja, das hat 500 Meter Lichtteppich und macht selbst nachts dann die Straße taghell. Was krass ist, Active Beam bedeutet, ja, wir können verschiedene Sequenzen auf der Straße ausblenden, um niemanden zu blenden und naja, Schilder anblenden, um sie besser zu sehen, ist schon krass hier. Dieses Auto in Riverside Blue Metallic von vorne gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich euch ehrlich sagen, da darf ich auch mal kleiner Fanboy sein. Wie gesagt, die Ausstattungsvarianten unterscheiden sich hier unten, was auch Neues bei der neuen Generation ist, natürlich der Stoßfängerbereich hier, riesige Lufteinlässe, schwarz, hier vorne ist die Kamera fürs 360 Grad Kamerasystem und übrigens zum Laserlicht hier. Woran erkennt man das noch? An diesen blauen Elementen hier in dem hexagonalen Licht hier. Tolle Tagfahrsignatur steht auch hier außen drauf. Mein Gott, ist das eine Optik von vorne? Da will ich gar nichts kritisieren, da muss ich mich dann auch einfach mal verneigen. Ja, ist das schön, ist das gelungen und das wird ja richtig gut ankommen auf dem Markt, da bin ich mir sicher. Ja, und wenn man jetzt natürlich hier mal über das Design im Profil spricht, dann spricht man davon, dass dieses Auto serienmäßig 19 Zoll hat, serienmäßig übrigens auch LED-Leuchten, die LED-Laserlichter, die kosten Aufpreis, aber das sind sie aus meiner Sicht auch wert, nicht nur, weil sie die Straße gut ausleuchten, sondern weil man natürlich auch dieses optische Element hier drin hat, aber das müsst ihr am Schluss entscheiden. Hier haben wir jetzt 21 Zöller drauf, ist das M-Sport, die M-Sport-Ausstattung natürlich. Wir haben hier blaue Bremssättel, riesige Felgen, die gefallen mir bei BMW sehr gut. M-Zeichen hier drauf. Wow, das ist schon eine große Optik hier im Profil. Schaut es euch an hier, die Spiegelkappen, so heißen die, in diesem bisschen matteren Chromplastik hier, sehr schön. Hier steht es nochmal drauf, M. Hier haben wir nochmal so eine kleine Kieme, was dieses Auto auch sportlicher macht. Ja, und wenn man jetzt das Profil anschaut, dann ist hier hinten natürlich eine abfallende Dachlinie. Muss man wieder dran kleben, haha, kleiner Witz unter Autojournalisten. Ja, und dann haben wir natürlich hier auch eine Menge Fahrwerkstechnik drin. Wir haben immer ein adaptives Fahrwerk hier drin, aber wir haben hier M Sport Professional Suspension drin. Das ist natürlich aufpreispflichtig. Und ja, was haben wir hier? Wir haben eine Integralaktivlenkung. Das bedeutet, die Hinterachse lenkt mit. Fahre ich also langsam, lenkt sie in die andere Richtung, habe ich einen besseren Wendekreis. Fahre ich schneller, lenkt sie in die gleiche Richtung der Vorderräder. Ja, und dann haben wir eben die Möglichkeit, eine höhere Spurstabilität zu haben. Wir haben hier serienmäßig beim M-Performance Paket eine Differentialsperre an der Hinterachse dabei, was Schönes. Wir können allerdings auch neben dem serienmäßig adaptiven Fahrwerk dann noch eine Luftfederung bestellen, die radselektiv vorne und hinten an Vorder- und Hinterachse funktioniert. Die geht dann beim Beladen 40 mm runter und 40 mm hoch im Gelände. Das heißt, wir haben 80 mm Differenz, was Schönes. Aber ich finde, zu so einem sportlichen Auto passt hier das
adaptive M-Professional-Fahrwerk mit Abstand am besten. Und schaut es euch hier an, das Design hier, die schwarze Umrandung von den Fenstern, hinten leicht abgedunkelt. Das ist schon wirklich schön, muss ich sagen. Sehr viel Fahrwerkstechnik hier drin. X-Drive, natürlich Allradantrieb auch serienmäßig. Das bedeutet, normalerweise fahren wir natürlich mit Vorder- und Hinterachs angetrieben. Mit leichter Abstimmung hin zu mehr Kraft auf der Hinterachs ist ein BMW. Fahrdynamik wird da groß geschrieben, aber naja, wir haben auch die Möglichkeit, nur die Hinterachs anzutreiben, hat einfach den Vorteil, nicht, dass wir driften können, sondern eben auch, dass wir weniger Sprit verbrauchen, weil der Rollwiderstand natürlich dann ein bisschen niedriger ist. Auto entscheidet sich da jeweils alleine für. Ja, und was dann noch neu ist und was sehr streitbar ist bei diesem Auto, ist das Heck. Ich habe es zum ersten Mal gesehen und fand, es sah aus wie so ein Schrank, der rausstand. Hier haben wir jetzt die M-Performance-Version mit kleinem Spoiler hier hinten, mit kleiner Lippe. Mit hier auch größeren Lufteinlässen hier mit diesen Panels an der Seite. Und da fällt es gar nicht so auf. Im Gegenteil, da finde ich es jetzt eigentlich auch ganz schön. Was ist allerdings noch neu? Wir haben hier die LED-Rückleuchten, die jetzt schmaler sind, aber auch länger in die Kofferraumklappe reinragen, was Schönes. Lasst mir übrigens auch einfach mal gern eure Meinung zum Design hinten da. Würde mich interessieren, weil ich bin ja nicht Designgott. Ich kann ja nur euch sagen, was ich schön finde oder was nicht. Hinten abgedunkelte Scheiben, hier oben so einen kleinen Dachkantenspoiler. Erinnert mich so ein bisschen an den Urus von hinten. Eieieiei, ist das schön. Ja, M50i steht hier hinten drauf, X6 BMW in großen Lettern, neues natürlich auch hier, bisschen V-förmig, die Einfassung hier vom Kennzeichenhalter, das ist schon richtig gut, aber dann haben wir hier natürlich eine M-Performance-Version und was haben wir hier hinten? Einen Diffusor, der ist richtig sportwagenähnlich und wir haben hier dieses riesige schwarze Element drüber, das dann hier auch die Auspuff-Endrohre, die zwei an jeder Zahl einrahmt. Und hier ist die M-Sport-Abgasanlage dran, Klappensteuerung, die macht einen richtig tollen Sound. Brobbelt so, wie man das von BMW kennt, das ist schon richtig groß. Ihr seht schon, ich schmunzel in meinem Gesicht. Was ich jetzt natürlich mal mache, ist die Fresse halten und euch den Sound zeigen. Aber wir haben hier ja ein SUV, das heißt, wir haben auch einen großen Bedarf an Kofferraum. Übrigens, schönes, dieses Auto zieht 3,5 Tonnen, was es sehr interessant macht für Leute mit Pferd, mit Boot oder was weiß ich für kostspielige Hobbys. Ich habe nichts davon, ziemlich schade. Sprechen wir über den Kofferraum. Und da ist dieses Auto ja sehr viel kritisiert. Menschen, SUV, Coupé, hat keinen Kofferraum. Die Verkaufszahlen vom Auto sprechen für sich. Und auch das Kofferraumargument, das will nicht so richtig zählen, weil 530 bis 1530 Liter Kofferraumvolumen hat dieses Auto. Das ist nur ganz knapp weniger als beim X5. Ja, und dann haben wir hier so Abdeckung hier oben von diesem Auto, was ganz spannend ist. Wir haben hier einen doppelten Ladeboden, was schön ist. Ja, und dann können wir die Rückbank 40, 20, 40 umklappen, haben dann riesiges Kofferraumvolumen. Aber euch interessiert bei diesem Auto natürlich auch, und was auch ein Argument entweder für oder gegen den X6 sein könnte, wie viel Platz ist denn auf der Rückbank? Ja, sprechen wir über die Rückbank. Ich habe es euch ja gesagt, hier ist kaum weniger Platz im Kofferraum als bei einem X5. Ja, also hat so ein SUV-Coupé natürlich schon eine Daseinsberechtigung, aber die große Frage ist dann natürlich, ja, wie viel Platz haben wir denn auf der Rückbank? Kann man sich vorstellen, dass für den Kopf nicht so viel ist mit der Dachform. Deshalb steige ich jetzt mal ein. Ihr seht schon, ja, der Türausschnitt, der ist nicht so groß. Und wenn ich dann hier drin sitze, dann merkt man auf einmal, ich habe eine Hand zwischen mir und der Decke hier drin, was cool ist. Fahrersitz ist auf meine Höhe eingestellt, ich bin 1,88 Meter groß. Hab eine Faust zwischen mir und dem Sitz vorne. Cool ist hier, USB-C-Stecker direkt vor mir im Sitz, kenne ich so auch noch nicht. Hier hat man dann die Öffnung für eine Halterung fürs iPhone oder iPad. Ja, hier in der Mittelkonsole Sitzheizung. Wir haben so ein kleines digitales Instrument, Sitz, zwei Zonen,
Kühlung rechts und links, Stärke kann man hier einstellen, richtig schön hier drin. Ja, dann haben wir unten einen Zigarettenanzünder und haben hier nochmal ein Fach. Hier ist auch ein Fach, wo man noch Magazine reintun kann, wenn das noch jemand liest. Ansonsten toll verarbeitet hier innen, keine Frage. Ich sitze höher, habe eine gute Übersicht. Hinten raus sieht man natürlich nicht gut, so viel steht fest. Und dann haben wir hier eine Armauflage mit so einem kleinen Fach. Wir haben Cupholder hier vorne drin versteckt, der rausklappt, was cool ist. Aber was eigentlich noch viel cooler ist, ist, dass wir hier dieses ganze Element runterklappen können und dann eine Durchreiche haben für die Ski. Ist ja bei so einem X-Modell nicht ganz unerheblich. Hier steht es drauf, M ist ein M-Performance-Auto. Ja, und das ist dann am Ende vom Tag mit dem Licht hier oben schon sehr, sehr wertig hier innen. Aber jetzt springen wir mal nach vorne. So, sprechen wir über den Innenraum und erstmal, eieiei, das ist schon ein ziemlicher Statushobel. Warum? Schaut es euch an. Die Materialien hier, Leder, Carbon, Chrom, weißes Leder, tolle Ziernähte. Und wenn ich hier in den Sitz zum Beispiel schaue, dann ist der schön ausgeformt. Wabensteppung oben, Wabensteppung in der Mittelbahn, schön bequem. Trotzdem habe ich schön Seitenhalt, Sportsitz hier serienmäßig drin, das ist schon groß. Ja, und dann interessiert euch natürlich immer, wie ist der Unterschied im Vergleich zum Vorgänger? Ja. Wir haben eine sehr horizontale und vertikale Anordnung, wir kommen mit weniger Knöpfen aus jetzt bei diesem Modell und das Operating System 7.0 bzw. der 12,3 Zoll große Infotainment-Monitor ist ein bisschen besser eingepasst hier vorne in das Armaturenbrett. 12,3 Zoll groß ist übrigens auch das digitale Cockpit hier drin, was interessant ist. Ja, und jetzt fangen wir mal an. Erstmal interessiert natürlich immer, wie viel Stauraum haben wir. Und wir haben sehr viel Stauraum. Wir haben hier unten zwei Cupholder, was schön ist. Die kann man beheizen und kühlen. Finde ich ziemlich beeindruckend und cool, ehrlich gesagt. Da ist ein USB-Stecker drin. Wir haben da vorne fürs Handy, ich habe gerade keins da, ein induktives Laden. Kann man es induktiv laden, auch eigentlich ganz cool. Und wenn nicht, können wir es auch hier in der Armauflage in der Mittelkonsole hier mit USB-C laden. Die ist auch riesig und bequem, das ist schon cool. Hier haben wir auch Carbon, machen das zu und es ist sehr, sehr schick. Und wenn man über das Design spricht, muss man auch hier über den Start-Stopp-Knopf sprechen. Der ist sehr schön, über den Gangwahlhebel der 8-Gang-Automatik. Da ist so ein dreidimensional, so ein X eingefasst, sehr weiblich, aber gleichzeitig auch sehr cool. Und ich bin ja Riesenfan von dem iDrive-Schalter hier, der liegt gut in der Hand, wertig verarbeitet bei BMW immer. Fleischiges Lenkrad, liegt gut in der Hand, kann man witzig finden, aber ist toll. Hier auch schöne Schaltpedal, das ist ein M-Lenkrad mit Lenkradheizung hier vorne. Wir haben auch ein Head-Up-Display hier vorne drauf. Klar haben wir dann drei Monitore eigentlich hier drin, kann man sagen, eins ist vielleicht zu viel insgesamt. Ja, weiß ich nicht, aber zu viel gibt es ja eigentlich kaum. Ja, Operating System 7.0, ihr wisst, der Innenraum basiert ja hauptsächlich auf dem natürlich vom X5, ist aber nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Schön dunkler Himmel ist hier auch drin, es ist schon alles sehr wertig verarbeitet, aber ich wiederhole mich. Fangen wir an, über die Technik zu sprechen hier. iDrive-Schalter habe ich ja gesagt, Home-Knopf. Kommen wir immer hier in dieses Mittelmenü, können wir uns dann anzeigen lassen. Hier ist jetzt das Navi, Radiokommunikation, die Fahrdaten, ja, und ein Kompass drin. Kann man aber auch frei konfigurieren. Was Schönes hat man eben auf diesem Bildschirm die wichtigsten Daten. Gefällt mir sehr gut. Flexibles System. Ich mag es immer, wenn diese Systeme flexibel sind. Genauso flexibel wie ich meistens. Ja, dann haben wir Media. Also die Medien, da können wir dann Spotify, eine Festplatte, Bluetooth, Screen Monitoring, das Handy anschließen. Übrigens über Apple-Kabel, Android-Auto mit dem Stecker, Handy hier dran oder over the air. Und ich habe die Nutzeroberfläche vom Handy hier drauf. Sehr, sehr cool. Das ist wirklich sehr flexibel. Das System ist online, was mir gut gefällt. Eben hier kommen. Also Telefon, BMW Assistant, die Nachrichten kann man sich vorlesen lassen vom BMW, das ist schon sehr, sehr gut, was Konnektivität angeht. Könnt auch in meinen anderen Videos zu BMW teilweise sehen. Zum Beispiel ja beim X1 zum Beispiel auch, die ja auch ähnliche Systeme hier drin haben. Schaut euch das gerne an, wenn es euch näher interessiert. Das Navi ist toll. Riesige Karte hier drauf, eigenen Knopf hier für die Karte, Media-Karte kommen. Navi haben wir eigene Knöpfe, eigene Belegung, um das einfach gut zu finden. Der iDrive-Schalter, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ehrlich gesagt, will man nichts mehr anderes. Zum Auto können wir uns die Daten anzeigen lassen. Fahr in
Info, Bordcomputer, haben wir da Fahrdaten, Sportanzeige haben wir hier drin. Wir haben XU, also eine Offroad-Anzeige mit Neigungs- und Böschungswinkeln. Energiefluss können wir uns anzeigen lassen, auch ganz interessant hier beim X-Drive Allradantrieb. Fahrzeugstatus ist interessant, ist alles okay hier drin. Einstellung, Experience. Modus haben wir hier drin, da haben wir dann einfach verschiedene Ambiente-Licht, Executive, Expressive, Wellbeing oder Modus beenden, sehr, sehr schön, unterschiedliche Farben, passt dann auch ganz gut zur beleuchteten Niere da draußen, Caring Car ist auch ganz interessant, da können wir, haben wir so ein Duftprogramm hier, wie bei der S-Klasse damals, dass dieses Auto uns dann, ja, für mich nervt mit verschiedenen Parfumsachen. Andere werden es ganz cool finden. Fahrerprofile, sehr, sehr praktisch hier. Wir haben ja auch diesen digitalen Schlüssel, wo wir von außen dann sehen können, wie viel haben wir noch Reichweite, sind die Fenster zu, ist das Licht an, aus, wo steht mein Auto. Sehr interessant, der digitale Schlüssel, aber er ist halt auch riesig. Apps haben wir hier, das ist auch toll. Ja, Wetter, Landesinfo, ParkNow haben wir hier drin, BMW Connected. Gibt es auch so einen App Store, können wir runterladen. Richtig gut, sehr modernes System. Sprechen wir hier über, und dafür mache ich jetzt den Motor mal an, über das digitale Cockpit hier drin. Ja, und das ist sehr praktisch. Links haben wir die Geschwindigkeit, rechts die Drehzahl, sehr schön eben. Wir können hier die Assistenten steuern oder hier vorne, da haben wir dann alle an, individual oder individuell konfigurieren. Wir haben Frontkollisionswarner, Seitenkollisionswarner, Spurverlassenswarner, Lenkeingriffe, mit oder ohne Lenkeingriff, Spurwechselwarnung oder Vorfahrtswarnung. Dazu haben wir eine Schildererkennung, Abstandsregel, Tempomat, Querverkehrwarner, hinten optional hier drin. Ja, und damit ist man auf der Autobahn einfach dann toll unterwegs. Es gibt alles hier drin, Rückfahrkamera, Kamera vorne, das ist schon sehr, sehr gut. Aber sprechen wir über das digitale Cockpit hier vorne. Da können wir dann in der Mitte uns noch anzeigen lassen, dann den Verbrauch aktuell, den Bordcomputer eben, Drehzahlen, haben wir ein G-Kraftmesser, haben wir hier drin, das Radio haben wir hier drin oder in welchem Fahrmodus wir sind. Wir können da vorne auch über den Fahrmodus-Schalter hier verstellen, was wir uns anzeigen lassen im Head-Up-Display. Wir können hier über die Taste auch die Assistenten nochmal einzeln anzeigen, ist dann nicht so schwer. Ja, fasse ich mal insgesamt zusammen, ne? Massagefunktion, der Sitz haben wir übrigens auch. Massagefunktion, Sitzheizung hier drin. Das ist ein wertiger Innenraum, der ist sehr, sehr luxuriös, sehr modern mit der Technik, sehr konnektiv, kommt mit wenigen Knöpfen aus. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse. Hey BMW! Hallo, womit kann ich behilflich sein? Ich habe Hunger. Wo ist das nächste Restaurant? Welches dieser Restaurants soll ich nehmen? Perfekt, finde ich gut, was man dann noch machen kann. Ist mit dem Finger das Radio lauter, leiser. BMW nennt das Gestensteuerung, richtig cool. Ja, und da würde ich sagen, was will man eigentlich mehr von dem Innenraum? Ich weiß es nicht, aber was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist rausgehen und uns mit den Motoren bzw. dem Motor, der hier drin ist, beschäftigen. Ja, sprechen wir über das Herzstück bzw. die Herzstücke in unserem SUV-Coupé im X6. Hier ist ja der V8-Motor drin, aber wir haben natürlich zwei Diesel generell, zwei Benziner, während die Diesel und der kleinere Benziner mit einem reinen Sechszylinder auskommen, kommt der hier eben mit einem V8-Motor aus. Und das ist ganz interessant, denn alle sind mit dem X-Drive Allradantrieb ausgestattet, mit der 8-Gang-Automatik und erfüllen die Abgasnorm Euro 6D Temp. So, jetzt kommen wir aber zu den Leistungsdaten der Motoren. Der kleinere Diesel, das ist der X-Drive 30D mit 265 PS. Ja, und das vergleichbare M-Performance Dieselmodell zu dem hier ist der M50 D eben, der hat 400 PS und 760 Newtonmeter maximales Drehmoment. Für den Diesel spricht, dass er bei mehr Drehmoment im Vergleich zu dem hier einen geringeren Verbrauch hat, was bei einem Auto, ja, was so zwischen 2,1 und 2,3, 2,4 Tonnen wiegt, dann doch entscheidend ist. So, bei den Benzinern gibt es den 40i, also einen 340 PS starken Benziner eben, und wir haben hier drüber den 530 PS Motor mit 750 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Pah! Ich mache ihn euch jetzt einfach mal auf, weil ich bin beeindruckt von dem V8. Nicht nur, weil er geil klingt, sondern weil er in dem Fall unser 2,3
Tonnenkoloss, mit mir sogar 2,4 Tonnen, in 4,3 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt, was einfach nur irgendwie krank ist. Ja, bei 250 km/h hat er seine Höchstgeschwindigkeit erreicht und dabei verbraucht er 10,4 bis 10,7 Liter im Norm. Man kann bis 20 Liter verbrauchen, man kann aber auch ein bisschen weniger verbrauchen. Aber ja, ich würde sagen, so mit 11 Liter müsst ihr bei diesem Auto rechnen. Dann geht es in aller Kürze noch um die Technik bei dem Auto. Wir haben natürlich ein adaptives Fahrwerk serienmäßig. Hier ist das Fahrwerk M Professional drauf. Das kommt mit einer Wankstabilisierung, mit einer Hinterradlenkung, die lenkt dann mit. Und naja, wir haben bei dem M-Performance-Modell hier ein Sperrdifferential an der Hinterachse, was größere Kurvengeschwindigkeiten zulassen soll. Wir haben hier die M-Sport-Abgas-Klappenauspuffanlage drauf. Optional gibt es dann noch ein Offroad-Paket mit Unterfahrschutz und eine Luftfederung. Haben wir jetzt hier nicht, aber ich will euch gar nicht zu viel in der Theorie über dieses Auto erzählen. Was wir machen wollen jetzt ist losfahren! Ja, jetzt geht's los. Wir fahren unseren X6 M50i mit 530 PS, V8, 750 Newtonmeter, maximalem Drehmoment. Das ist schon ein sehr beeindruckendes Auto. Wir haben hier die 8-Gang-Automatik drin, das M Professional Fahrwerk, Sperrdifferential hinten, Wankstabilisierung ist hier drin. Ja, X-Drive Allradantrieb ist auch ganz nett, ne? Hier ist übrigens der Schlüssel. So sieht er aus, der digitale Schlüssel. Gefällt mir ganz gut, ist in der Hose halt relativ groß, wenigstens was dann sagen die einen, die anderen finden das gut. Dann kann man aus der Ferne ein paar Dinge checken zum Auto. Bin jetzt hier im Sportmodus, im Leerlauf, werde mal Gas geben für euch. Gut, das ist vielversprechend. Und jetzt fahren wir los, ich beschleunige. Und dann merkt man schon, ja okay, da geht was, V8. Das ist mein Ding. Und wenn man hier dieses Auto fährt, dann merkt man erstmal, okay, wir haben eine hohe Übersicht hier über die Straße, was Tolles. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Lenkrad liegt gut fest in der Hand. Man merkt eigentlich kaum, dass dieses Auto hier 2,3 Tonnen wiegt. Ja, und wenn man dann hier mit dem Auto so ein bisschen rumfährt, dann merkt man in der Kurve erstmal, ui. Der ist aber gut. Warum? Das liegt an der Allradlenkung, die in diesem Paket hier drin ist. Was macht die? Bin ich jetzt hier auf einem Parkplatz und fahre langsam, dann, ja, dann lenken die Hinterräder in die entgegengesetzte Richtung der Vorderräder. Fahre ich schneller, lenken sie in die gleiche Richtung, hat man mehr Spurstabilität, was schönes. Allradlenkung heißt das bei BMW, sehr schön. Man merkt hier auch, wenn es ein bisschen enger wird auf der Straße. Ja, wir haben ein Auto, was breiter ist als 2 Meter. Das muss man auch fahren können und wollen. Aber dass dieses Auto geradeaus funktioniert, wenn man aufs Gas tritt, was ich jetzt mal schnell machen werde, dass es einen tollen Ton gibt und viele Assistenten hat, Wind-City-Notbremsassistent, Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, Querverkehrwarner, hinten Schildererkennung. Wenn ich rückwärts fahre, das mache ich mal schnell für euch, habe ich eine tolle Kamera, die ist sehr, sehr klar hier, Wahnsinn. Von oben kann man das anzeigen lassen, man kann das von der Seite anzeigen lassen, man kann das Auto drehen. Das ist richtig cool, das ist klar eigentlich hier drin. Ja, aber wenn ich dann hier an der Ampel stehe, dann merke ich schon, oh, die Leute schauen auch, ich habe hier einen Statushobel und jetzt beschleunige ich einfach mal durch aus dem Stand auf Tempo 100, halt kurz an. So schnell sind wir dann auf Tempo 100, ist schon ziemlich beeindruckend, muss man in München auch ein bisschen aufpassen, um nicht geblitzt zu werden. Kurvengeschwindigkeit. Schaut es euch an, wie dieses Auto hier in der Kurve klebt. Für 2,3 Tonnen hält man das eigentlich kaum für möglich. Das ist jetzt hier der Sportmodus. In der Kurve kaum eine Wankbewegung von der Karosserie, die Bremse hier, die greift toll zu, merkt er hier, tolles sportliches Auto. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass es mal möglich ist, ein so großes Auto mit so einer Karosserie so dynamisch hinzubekommen. Chapeau, ihr BMW-Ingenieure, wie ihr das geschafft habt. Auch der Motor ist natürlich ein Gedicht. Wenn ich so fahre, wie ich halt eben fahre, brauche ich 15 Liter. Man kommt mit 10,5, 11 Liter im Normverbrauch aus, wenn man
bescheiden fährt. Man kann aber auch 18 Liter brauchen. Das ist ganz interessant hier bei diesem Auto. Ja, und dann sind wir hier an der Ampel. Ich werde gleich nochmal durchbeschleunigen, damit ihr einfach diesen Ton hier mal hört. Was aber noch spannend ist, ist, wenn ich jetzt mal den Komfortmodus schalte, hier, wir haben noch Eco und Adaptive. Adaptive ist dann der automatische Modus, der mir dann zeigt, was ist der richtige Gang. Dann wird es auf einmal leiser, die Lenkung wird indirekter, die Gasannahme wird indirekter, die Federung wird weicher. Und wenn man dann jetzt hier so auf die Autobahn drauf fährt, dann merkt man schon, ui, wir haben ein sehr komfortables Auto hier, was wirklich langstreckentauglich ist. Mit den ganzen Assistenten hier drin sind wir eben teilautonom unterwegs. Und das ist krass, es ist sehr gut gedämmt hier drin, sehr leise. Wir haben natürlich optional auch noch ein Luftfahrwerk. Für die Leute, die nicht so sportlich unterwegs sein wollen, ist das natürlich auch toll. Ist ein sehr luftbettartiges Fahrgefühl. Für die, die sportlich unterwegs sein wollen, ist natürlich das hier, das M-Professional-Fahrwerk, genau das Richtige. Auch der Motor übrigens. Und dann ist immer so von euch die Frage, welcher Motor ist für mich der richtige? Seid ihr wirklich Vielfahrer? Ja, dann gibt es für mich eigentlich kaum was anderes als ein Diesel. Vielleicht sogar den kleinen, wollt ihr mehr Spaß haben, den großen. Die haben ähnlich viel Drehmoment wie die Benziner, beziehungsweise mehr Drehmoment meine ich. Deshalb ähnlich viel Bums, aber einen viel geringeren Verbrauch, was bei so einem schweren Auto natürlich nicht ganz unwichtig ist. Ja, gerade hier auf der Autobahn, gerade hier im Stau, profitiere ich von den ganzen Assistenten, Stauassistent, sehr komfortabel eben ist es hier drin. Ich kann natürlich mit dem Infotainment rumspielen, ich habe schön das Head-Up-Display und das digitale Cockpit in meinem Sichtfeld. Die 8-Gang-Automatik hier ist auch richtig gut. Ich fahre übrigens, wenn ich jetzt wie hier kaum hohe Ansprüche bei trockener Straße an Grip habe oder eben an sportlichem Fahren Heck mit dem Heckantrieb nur, dann habe ich weniger Verbrauch, was schönes. Sobald ich das Gas durchdrücke oder schnell in Kurven fahre oder es matschig oder nass wird, erkennt der BMW das, schaltet die Vorderachse dazu. Sehr, sehr intelligentes System, sehr intelligentes Auto. Und abschließend würde ich sagen, ja, BMW, Freude am Fahren oder Freude durch Fahren, Fahren durch Freude, wie auch immer man das nennen will. Damit kommen die Bayern weiter ihrer marktbeherrschenden Stellung. Ja, damit werden sie gerecht. Warum? Ja, weil eben dieses Auto für mich vielleicht mit dem Cayenne Benchmark ist, was Dynamik angeht. Ja, aber was ich jetzt mache, ist zurückfahren und wir kommen zum Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit, zu meinem Fazit vom X6 in der dritten Generation. Und als ich dieses Auto 2008 war es, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was soll denn das? Was soll denn der Panzer? Was soll ein SUV-Coupé? Was ist das? Ist das eine Krankheit? Und dann habe ich den nochmal gesehen und nochmal gesehen und habe gedacht, Mensch, dieses Auto ist beeindruckend, wirkt toll auf der Straße. Und irgendwann hat sich's, genau wie meine Freundin, direkt in mein Herz gebohrt und ich habe die Optik richtig lieben gelernt. Ja, die zweite Generation war mir dann ein bisschen zu beliebig optisch. Und die dritte, die habe ich gesehen auf der IAA dieses Jahr und habe gedacht, das Heck, ne, sorry BMW, da habt ihr euch verzockt. Dann habe ich es nochmal gesehen und bin jetzt hier gefahren und hier steht er jetzt. Habe mir das Heck angeguckt und es hat sich irgendwie in meine Geschmacksnerven gebrannt. Genauso wie beim ersten Modell. Es gefällt mir also richtig gut. Warum verkaufen sich SUV-Coupés? Genau, in erster Linie über die Optik. Und da haben die Designer, muss ich sagen, eine tolle Arbeit gemacht, um die Laserleuchten, um die beleuchtete Niere, um den Lichtteppich. Vor allem hier die sportliche Variante ist toll, kann optisch definitiv. Mit dem Heck auch übrigens, da bin ich inzwischen, ja, da habe ich meine Meinung geändert. Ja, mit dem Q8 mithalten, mit dem Cayenne Coupé auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Ja, und dann ist mein Job natürlich immer bei Autos ein bisschen über die Vorteile und Nachteile zu sprechen. Weiterer Vorteil neben Design ist ganz bestimmt Fahrdynamik, hecklastig abgestimmter Allradantrieb. Da ist BMW so eine Art Unicorn auf dem Markt, weil die machen einfach fahrdynamisch. Ja, da lege ich mich fest.
mit Porsche wahrscheinlich aktuell die besten Autos. Ja, mein Job ist aber auch, Kritik zu äußern. Klar, braucht man SUV, Coupé? Müsst ihr für euch beantworten. Bin ich nicht der richtige Mann, wenn man sagt ja? Dann sprechen wir jetzt über den Preis. Und ihr wollt ja immer von mir wissen, was kostet dieses Auto, ab wann bekomme ich es? Ja, ich liebe es, so sehr, ich will es sofort. Und das ist ein anderer Teil der schlechten Nachricht, während ich hier jetzt die Angela Merkel mache, erzähle ich euch, was dieses Auto kostet. Der kleine Diesel beginnt bei 75.500 Euro, während dann der kleine Benziner bei 77.000 Euro liegt. Ja, will man aber die M-Performance-Version als Diesel, sind wir schon bei 96.600 Euro. Und der hier, ja, der große Benziner, der unfassbar viel Spaß macht, der beginnt bei 99.000 Euro. Aber damit nicht genug, denn dieses Auto hat hier natürlich andere Leuchten, ein paar Extras mit spezieller Farbe in ein paar Spielereien. Da sind wir dann bei 115.000 Euro. Ist viel, gebe ich zu, aber man bekommt halt auch wahnsinnig viel V8-Spaß bei diesem Auto und unfassbare Beschleunigung in diesem Panzer. Ja, das war mein Review zum X6. Lasst mir gern eure Meinung zum Auto da. Ich hoffe, es gibt jetzt keine politische Diskussion drüber, weil lassen wir das. Ich bin ein Riesenfan davon, sage ich euch ehrlich. Dürft mich jetzt gerne hassen. Und auch übrigens, ihr findet mich auf Instagram, Facebook, YouTube. Schickt mir da gern eure Beschwerdemails bzw. eure Liebesbriefe, was auch immer euch einfällt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ja, und bis bald, Freunde.